Das ist. Wir können erstmal alles mitnehmen. Oh oh. Okay, das sind erfahrene Orks, die sind easy. Auch die Veterans sind noch okay. So, das ist Schmutz. Das. Ich muss erst etwas ablegen. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob das wirklich gut ist. 65, also eine Rüstung 200 ist schon mal super. Das, warte mal, ich brauche auf jeden Fall die Übersicht, damit ich weiß, wann ich ungefähr wieder safe bin. Das wäre jetzt der Fall. Alright, dann... Ich glaube, wir gehen mal ganz kurz... Sachen wegbringen. Sonst werde ich keinen Spaß haben beim Sammeln. Und da ist ja auch schon der Teleporter. Ist ja zum Glück immer nicht weit weg. So, Ars Magicana wieder. Der einzige Spot, wo ich wirklich handeln kann. So, mein Freund, komm mal her. Zum Glück können wir das aus der Entfernung mittlerweile machen. Ist hier irgendwas wichtig? Nee, ne? Das ist alles Quatsch. Also der Bogen, der gefällt mir halt immer noch, aber... Möglicherweise weiß ich nicht, ob ich den jemals benutzen werde. So, du musst mir auf jeden Fall mal ganz kurz... Ich kann ja gar nicht mit dem Mausrad arbeiten. Diesen einen Gegenstand noch identifizieren. Alter. Jo. Gibt Schaden 4. Achso, ja. Schönes Ding. Also, kommt trotzdem im Müll. Der hat auch generell so viel Geld noch von mir, dass wir hier ganz entspannt ihm alles überhelfen können. So, der Dagger geht weg. Die Bartaxt geht weg. Und komm, wir schmeißen auch den exzellent verarbeiteten Bogen weg. So, nochmal 8,5 oder 8,9. Warte mal, wenn wir aber schon mal hier sind, müssen wir leider einmal reparieren. Na. Weil ich gar nicht weiß, was wir genau reparieren müssen. Und was eventuell noch ausgetauscht wird. Ich habe gesehen, wir haben einen sehr teuren Gürtel am Start. Dieser ist es nicht. Der kommt aber auch weg. Der hier nämlich für 3,9. Müssen wir uns gleich mal angucken. Aber Rüstungen werden eh bei dem anderen Amigo verkauft. So, also Schild. Ja, ist cool, aber ja, unnütz. Achso, was habe ich denn? ID-Stufe 3 kann ich aber eigentlich identifizieren. Das müsste eigentlich machbar sein. Naja. Kleines bisschen Plus gemacht tatsächlich dadurch. So 80. Ah, sind wir weit weg von dem, was ich will. Das bringt nichts. Blitzschlag 1. Was habe ich denn eigentlich für Ringe? Lebenskraft, Magie. Resistenz, Resistenz, Sicht. Also das Ding ist schon mal super gut. Ja gut, den könnte man tatsächlich mal irgendwann austauschen. So. 220er Rüstung, 4 Stärke, 3 Verteidigung. Alles klar. Behalten wir. Geistesresistenz. Das behalten wir. Und ein paar geile Panzerhandschuhe, die aber keinerlei Sachen dabei haben, also keine Perks oder sowas haben. Gut, dann können wir alles verkaufen. Boah, ich glaube, der Typ hat kein Geld mehr dafür, ne? So aus Spaß verkaufe ich ihm mal alles. Aber er wird nicht das Geld dafür haben. Alter, was? 11.000? Ja. Das ist das Problem. Und der hat halt auch gar nichts mehr, was mich interessieren würde. Elfenblick passiv. Betäuben passiv. Interessiert mich alles überhaupt gar nicht. Und hier unten kommen, glaube ich, auch langsam wieder die Sachen, die ich ihm mal verkauft habe. Alter, 218er Rüstung, so gut. Blinkt alle nix. Blinkt nix. Ja, und hier oben hat er einfach keine... Das habe ich ihm, glaube ich, auch verkauft, die königliche Kette. Ja, ärgerlich. Warte mal, da muss doch hier der Schmied leider... Obwohl, warte mal, was hat denn... Was ist denn hier, dieser Tingalf, oder wie er heißt? Ist er Tingalf? Ich glaube, ne? Ja.
Was hast denn du an Geld? 500. Ich könnte ja schon mal alle leeren Fläschchen abkaufen. Damit mache ich nichts verkehrt. Der Rest ist, glaube ich, auch alles, was ich ihm mehr oder weniger so verkauft habe, ne? Naja, mit halbwegs. So, 250. Er kommt auf 836. So, ich verkaufe mal den ganzen Billo-Scheiß. Ja, komm, der Rest ist geschenkt. So, dann gehen wir mal zu dem Chinesen hier hinten. Asiaten. Der hat ja auch so Krimskramsladen gehabt. Ach, den war ich ja auch schon. Ach Gott. Auch schon alt verkauft, weil ich irgendwie noch so hatte. Noch irgendwas von Interesse? Wahrscheinlich nicht, ne? Hier hat er nochmal Goldmünzen. Achso, das ist das, was er quasi da noch übrig hat von mir. Ja, gut. Also ihr seht, ich habe die Händler mittlerweile ein wenig ausgebeutet. Ehrlicherweise weiß ich nicht, für was ich das ganze restliche Geld brauche. Weil so Sachen von Händlern, die bringen mir alle nichts. Wir werden aber heute auch noch was anderes machen, in der Hoffnung, dass wir vielleicht unser Geld nochmal loswerden. Und zwar, und das machen wir jetzt auch, würde ich sagen. Also erstmal, warte mal, wir können ja mal eine Fähigkeit noch machen. Ich bin wirklich stark für die Skelette, aber ich will, dass sie mir hinterherlaufen. Und das war hier? Nee, tot vertäuschen wir es nicht. Wo war denn das, die Fähigkeit, dass die Skelette hinterherkommen? Er zeigt einen Gegenstand in niedrigster Qualität. Aha. Auch in der Beherrschung. Was natürlich auch geil immer noch ist, ist hier Erfahrung. 8%. Nach Ablauf kehrt eure Seele zu eurem eigenen Körper zurück. Okay. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Fallen, umgehen, Ausdauer. Attentäters. Was bringt das? Einen hinterhältigen Angriff. Ich habe keine Ahnung, wie ich hinterhältige Angriffe mache. Mann, wo war denn das, dass der Typ hinterherläuft? Ruft ein Schreckensritter der Stufe 20 herbei. Die Stufe herbeigerufener nicht-tierischer Wesen steigt um 2. Eine magische Ratte herbeirufen. Die Ratte hat 20 Trefferpunkte. Ja gut, das ist für Fallen, glaube ich, gar nicht schlecht. Einfach damit die Ratte die Fallen auslöst. Ganz ehrlich, ich hole mir hier den dämonischen Herrlich. Joachim. Und den packe ich mir auf die 3. Okay. So, wir gehen in die Elfenruinen. Hier habe ich auch ein bisschen aufgeräumt, wie ihr seht. Aber auch wirklich nur ein kleines bisschen. Viel habe ich hier nicht gemacht. Hauptsächlich Geister und sowas habe ich hier besiegt. Und wir werden hier ganz kurz mal testen, wie das mit dem Dämonen ist. Da ist ein Gegner. Kriege ich dafür die EP? Ey! Ja, ich krieg dafür die XP. Das ist ja geil. Alter, der Typ ist... Also den kann man mal in so einer Schlacht einfach mal in die Mitte werfen und dann einfach warten und zugucken. Der gefällt mir. Sehr schön. Aber das ist überhaupt gar nicht das, was ich machen wollte, sondern wir werden uns jetzt in Richtung der Zwergenhallen begeben.
Das ist auch noch ein relativ weiter Weg. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Oh. Alter, was ist denn hier los? Hier, viel Spaß. Alter, wo kommen die ganzen Käfer her? Hier war noch mehr. Mal her. Schattenkrieger, Angriff! Alter Schwede. I like him. So, mitkommen. Schattenkrieger-Angriff! Ach, wenn... Er ist übrigens Schreckensritter. Und kein Schattenkrieger. Keine Ahnung, wie ich auf Schattenkrieger komme. So, herkommen. Wow, das verbraucht so viel Mana. Alter Schwede. I love him. He's so cute. So good. Ich würde gerade sagen, so cute. Cute ist er nicht, aber... Er erfüllt seinen Zweck, sagen wir es mal so, ne? Und zwar sowas von. Problem ist, ich bin wirklich noch zu low-levelig für diesen Bereich hier. Alter, shit. Warte mal. So, wir warten erstmal ein bisschen ab. 4400 EP. Ist er tot? Shit, Alter, die sterben sehr früh. Sterbe sehr schnell. Ah ja, okay. Mann, ey. Töte den Käfer. Ich muss sowas von dringend auf... auf Konstitution gehen. Quatsch, Konstitution, wie heißt es denn? Gewandtheit. Ich muss sehr, sehr viel mehr treffen. So, den Fleisch reinhauen. Bringt auch wieder ein bisschen Gewicht. Hier der Eingang? Wahrscheinlich, oder? Was ist hier? Angriff der Bergtrolle? Ach, das ist ja die Quest, die wir von den Typen da bekommen haben. Saphiro, hallo. Ja, Entschuldigung. Nun denn, Abenteurerin, ihr seid angekommen. Von einem Gemetzel, das erst vor kurzem hier stattgefunden haben soll, sehe ich keine Spuren. Wo sind die Trolle? Wo ist das Lager? Es scheint, unsere List hatte Erfolg. Ihr wurden geschickt, uns euer anzunehmen. Die Hexe beschrieb euch auf das Genaueste und versprach uns für euren Tod eine reiche Entlohnung. Könnt euch sicher sein, dass ich die Gesuchte bin? Iona trug uns auf, nach einer Frau zu suchen, deren Aussehen ihre Einfältigkeit kaum wettzumachen vermag und die sich durch selbstgefällige Prahlerei hervortut. Ich finde, passt diese Beschreibung vorzüglich auf euch. Ihr nanntet mich einfältig? Ich habe eure Zeit damit verschwendet, mir euren Plan zu verraten und es mir so gestattet, meine Waffen zu ergreifen. Allein Dreck kann dümmer sein als ihr. Ah, genug! Ergreift sie! Sie darf sie auch nicht nehmen. Eine Schande, okay. Ja, viel Spaß. Oh, alter Schwede. Alter Schwede, ihr Dreckschweine. Habt ihr ein Glück, dass ich gerade keine Mana habe? Ich bin erschöpft. Alter. Kämpft ihr gegen... Kämpft wieder nicht gegeneinander, ne? Ihr Boah, ich habe einfach zu wenig Mana gerade. Warte mal. Nee. Oh, bloß nicht hinten hin dran. Hab
Ich. Da. Bisschen gecheatet. Ah, Kacke, nee. Bisschen gecheatet, aber ist egal. Warte mal, wir können trotzdem mal pennen. Wobei, ist egal. Wir setzen mal unsere zweite Pyramide wieder da hin. Also in den Rat der Sieben. Da, wo die kleinen Brunnen sind. Da muss ich nicht jedes Mal schlafen. So, ich weiß, hier oben ist nochmal Mana. Der funktioniert aber irgendwie nicht immer. Nein! Fühlen die sich wieder auf? Boah, bitte lass sie sich wieder auffüllen. Wir hatten schon gesprochen, ne? Wir hatten auch schon gesprochen. Ja gut, und du sowieso. Könnt ihr mich heilen? Danke. Danke. Arztmitglieder. Arztmitglieder. Um es zu finden. Wir haben mir mitgebracht. Okay, gut. Nein, die Dinger füllen sich nicht mehr auf. Ah, das war meine letzte Hoffnung. Shit. Der hier oben müsste aber noch voll sein. Ach, das ist ja bitter. Das ist ja bitter. Hier haben wir noch einmal Mana, aber das wird dann halt auch leider einmalig sein. Alter, wie viele Gegner ich hier hätte noch schnetzeln können. Wahnsinn. Da ist noch eine Truhe. Geschlossener Helm. Nett. Zum Glück gucken wir uns jetzt alles an, ne? Ah, guck mal, es. Ach nee, den hat man noch nicht freigeschaltet. Ach. Fühlen die sich wirklich nicht mehr auf? Auch nicht mit der Zeit? Aber im Kampf war das doch so. Da konnten wir hier unendlich oft regenerieren. Also ich finde, anders kann man das hier auch nicht schaffen. Zumindest nicht mit dem Level, den ich hier habe. Ich habe auch übrigens keine Ahnung, ob ich hier gut aufgestellt bin, schlecht aufgestellt bin oder sonst was, ne? Nochmal. Das müssen wir uns gleich nochmal identifizieren lassen bei Ars Magicana. Oder einer von den. Warte mal, wir haben doch hier genug Leute. Die können uns die Sachen doch bestimmt identifizieren. Dann können wir vielleicht auch gleich den ganzen Quatsch hier wieder abladen. Ei. Wenn ich sage ein Ei, sind es vier. Kacke. Das füllt sich wirklich nicht mehr auf. Ein! Shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sind sehr krasse Dinger. So, 4 Konzi, 10 Feuer, 15 Geist, 3 Sicht, Fallen umgehen, Passiv plus 1, Haltbarkeit 20 oder 27, Bezauberungsstufe 4 und Rüstung 190, alles ja. Alles ja. Falsche Taste gedrückt, sorry. Sehr, sehr geil. Lehelmo, shit. 60 Magie, Geistesresistenz, Blitzresistenz, Wahrnehmung, Skelettwand. Gut, Skelettwand brauche ich jetzt nicht, aber... Ja, will ich. Will ich dringendst. Also, nächste Upgrade-Stufe geht leider wieder auf Stärke. Auch die auf Gewandtheit. Hast du Geld? Nee, aber ich kann mir tatsächlich immer die ganzen Tränke holen. Ja, große leere Flasche kann man leider nicht nutzen. Das ist ärgerlich. Aber wir können... Den können wir schon mal verkaufen.
Ja, Gott, dann können wir jetzt doch den Brustpanzer noch verkloppen. Ah, da haben wir noch, können wir noch abgeben. 11 Eier. Ja, komm, der Rest. Ich muss ja mein Geld eh irgendwann loswerden, ne? Was hast denn du, Mardi? Ach, mit dem kann ich gar nicht handeln? Mit Zandalor? Kann ich auch nicht handeln. Oh. Immer noch nächstes, aber warte mal zeigen. Was schnell wir finden. Was ist das? Dass wir ihn bei den Orks in den Kerkerlauf kommen. Ich vermute, das läuft wenn sie irgendwo in dem großen Kinder ist. Die Orks. Okay, gut. Also, der Ork ist südwestlich. Also da, wo wir gerade schon waren. Also, nicht gerade, sondern, ne? Letzte Folge. So, ja, gut. Dann doch nochmal nach Verdistis. Erstaunlicherweise gibt es hier keinen Ladebildschirm. Weiß nicht warum. Dann schmeißen wir unsere kleine Pyramide doch hier in unser Häuschen. Ist die Tür schon wieder zu? Ne, die Tür ist offen. So, unseren Helm kann man natürlich. Hallo! Ich habe mich eingebaut, ne? So. Unseren Helm können wir hier mal in unsere Kleiderbox schmeißen. Den brauchen wir noch nicht. Was habe ich das eigentlich? Ein maßgeschneiderter Hirschfänger. Warum ist der hier drin? Der kann ja nur von vornherein hier drin sein. So, Essen geht hier rein. Ganz ehrlich, die Eier brauche ich auch nicht im Inventar. Achso. Die waren hier drin, glaube ich, ne? Ja. Oh, mal wieder ein neuer. Das kann ich leider nicht gebrauchen. Entschuldigung. Ich kann das nicht benutzen. Das ist ein anderer Typ, okay. Ah, wieso habe ich eigentlich drei Goldhaufen? Das kann ich nicht verwenden. Das kann ich leider nicht gebrauchen. Ich kann das nicht benutzen. Das kann ich nicht verwenden. Das kann ich leider nicht gebrauchen. Ich kann das nicht benutzen. So, 50.000 auf Deck. Und ich weiß nicht, warum ich hier jetzt ein Tausender. Was ist denn hier los? Ich habe keine Ahnung, warum das immer so hin und her springt. Also, wir haben irgendwie drei verschiedene Stacks. Ich weiß nicht, warum. Ach, warte mal, wo ich das gerade gesehen habe. Ich habe da von den... Ja, ich habe da hier schon wieder 1000 von diesen komischen Kack-Dingern gefunden. Wo ich... Damit funktioniert das nicht. Ja, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Das kann ich dafür nicht verwenden. So. Kriegt ihr dem Gegenstand einen hohen Konstitutionsbonus hinzu. Wie mache ich das denn? Please, erklärt es mir. So, können wir jetzt mal die Tür schließen? So, speichern. Jetzt probieren wir es nochmal. Also, wir holen uns... Obwohl, der Schattenkrieger war ja nun auch überhaupt nicht. Ja. Hier, viel Spaß. Ihr habt da gleich den nächsten. Pisser, Alter. So, herzlichen Dank. Super. Super, super, super. Haben wir geschafft? Verrat. Dieser sogenannte Angriff der Bergtrolle auf die unschuldigen Familien hat niemals stattgefunden. Saphiro und seine Partner wurden einfach nur dafür bezahlt, mich in einen Hinterhalt zu locken und umzubringen. Sehr schön. Gut, erledigt. Vielen Dank, Schreckensritter. Oh. Am Arsch, hier gibt's wirklich Trolle. Boah, ich bin einfach wirklich zu schlecht dafür. Sorry. Ich
Ich komme hier nicht weiter. Das kann ich vergessen. Mann, das ist ärgerlich. Das ist Kacke. Hab ich mich... Alter, wer bist du denn? Aus Spaß? Wie bekommen wir hin? Ich hab, war wirklich sehr... Ich habe zu wenig Mana. Ich habe einfach... zu schlechte Ausrüstung. Ich muss unbedingt besser werden. Also, das können wir uns auch noch klären mit den Zwergenhallen. Ach Gott, ich weiß tatsächlich jetzt gerade nicht, was ich noch machen soll. Also klar, wir könnten jetzt natürlich nochmal ins Orklager gehen. Und den Ork uns holen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Die wir wahrscheinlich auch schaffen würden. Was ist denn der Teleporter? Das wäre tatsächlich möglich.